Winsenluhe in Niedersachsen. Die Polizeikommissare Sascha Wahl und Michael Preuß ziehen während ihrer Nachtschicht auf der A1 diesen dänischen LKW raus. Wenn wir von Ihnen die Papiere haben wollen, dann haben Sie uns die auszuhändigen. Sie bekommen sie ja auch nicht? Ja, das ist ganz sachlich jetzt gerade. Was denn für Papiere noch? Immer noch mal, jetzt zum 100. Mal, die Fahrzeugpapiere, die Zulassungen. Was haben Sie denn da? Das ist ja, was ist das, eine Zulassung? Ist das eine Zulassung? Die Fahrerin kann die Kontrolle nicht nachvollziehen. Und weil wir so gut gelaunt sind, hätte ich ganz gerne noch einmal Ihre Fahrerkarte, bitte. Würde ich gerne Ihre Fahrertätigkeiten einmal auslesen. Die beiden Polizisten sind darin geschult, in schwierigen Situationen Ruhe zu bewahren. Haben Sie etwas geladen? Fisch. Fisch. Haben Sie da auch Dokumente drüber? CMR-Papiere. Ich lese einmal aus. Ja. Michael Preuß und Sascha Wahl lassen sich nicht provozieren. Sie kontrollieren den Sattelzug weiter. Jetzt kriegt ihr das volle Programm, wer so nett und freundlich ist. Fisch hat sie geladen. Fisch. Aber sind das 10 Tonnen? Das sind alles so eine Kleckerbeträge hier. Ja, ja. 100, 200 Kilo. So. Aber Kleckerminuten jeden Tag. Ist sauber. Alles gut. Okay. Kann man da Ihr Verhalten verstehen? Nein, kann man nicht. Willst du jetzt wirklich noch mal hin drauf gucken? Ja, bloß nicht. Nee, bloß sag mal, dass sie die unfreundlichste Dänin ist, die wir seit 10 Jahren hier kennengelernt haben. Normalerweise kenne ich das gar nicht. Ja. Jeder dänische, jeder holländische Fahrer, egal woher, sind eigentlich immer total nett. Ja. Deshalb habe ich mich jetzt gewundert, dass Sie auf einmal... Weil die Rumänen, die wollen uns ja weg haben hier. Ja. Und darum werde ich sauer. Aber das kann ich doch nicht ändern. Aber... Und das hätten Sie mir doch jetzt im Anschluss auch so sagen können. Viel Aufregung um nichts. So ist es leider. Mensch, oh, da bist du aber außer Haut gefahren, wa? Nein. Das war ja Ewigkeit nett und freundlich und wurde dabei immer nur noch von oben angegeifert. Und die hat es aber auch nicht begriffen. Die hat es nicht begriffen. Ja, vor allen Dingen hast du ja jetzt mitbekommen zum Schluss, was der Grund war. Rumänische Fahrer nehmen ihr die Arbeit weg. Und was kann ich dafür? Naja, anscheinend hat sie ja noch Arbeit, sonst würde sie ja nicht auf den Bock setzen. Deshalb, ich hab's nicht verstanden, aber gut. Reg dich nicht auf. Nee. Jetzt ist vorbei, vergessen, der Nächste wartet. Und der kriegt so richtig. Zurück auf der A1 erhalten Sascha Wahl und Michael Preuß von der Zentrale einen Auftrag. Boah, ich krieg gerade nicht eine Alarmauslösung rein. Die Seelitaler Fahrzeuge sind leider ausgebucht. Wenn du noch mal mit der Örtlichkeit kommst. Das ist Minenbüttel am Reut, Spruch Anton, ein paar Grad runter. Ja, wir müssten über Tisope drehen, das heißt eine ganz schön lange Anfahrt. Wenn du kein anderes Fahrzeug mehr hast, dann müssten wir halt fahren. Im Moment habe ich tatsächlich kein anderes, was aktuell mit dem Wetter steht. Ja, dann fahren wir natürlich. Die Leitstelle schickt sie ausnahmsweise zu einer Spedition in Bienenbüttel. Dort hat eine Alarmanlage ausgelöst. Genau, sobald Fahrzeuge gebunden sind und die Landdienststellen halt diesen Einsätze nicht mehr wahrnehmen können, da sind wir gefordert von der Autobahnpolizei, um dort zu unterstützen, den ersten Angriff zu fahren. Und das machen wir natürlich in der Regel selbstverständlich auch gerne, um dort zu unterstützen. Sollte es sich bei dem Alarm tatsächlich um einen Einbruch handeln, verlieren die Autobahnpolizisten durch die lange Anfahrt wertvolle Minuten. Doch alle anderen Kollegen sind bereits in Einsätzen. Jo. Kann uns Luna sagen, wo hier was ist? Also wo sind sie? Luna 1970. Moment. Das ist hier ein Riesenkomplex. Kommt da ein Verantwortlicher raus? Und wenn nein, kannst du uns sagen, wo hier was ausgelöst hat? Ein Verantwortlicher wurde nicht erreicht und es soll in einem Bürobereich ausgelöst haben. Wie viele Büros oder was es da auch gibt, kann ich natürlich nicht sagen. Ausgelöst im Büro. Nichts. Ja, dann machen wir eine äußere Absuche, weil sonst kann man hier sonst nichts feststellen und kommen gleich mit Meldung.
Auf dem riesigen Gelände finden Sascha Wahl und Michael Preuß schließlich ein Bürogebäude, das in Frage kommt. Das sieht hier schon relativ gut wie Büro aus, ne? Hier ist alles zu. Klingt schon mal nichts. Die Scheiben sind zu. Alles zu? Alles zu. Das ist auch nur noch Lager hier. Das, ja. Ich glaube, da vorne ist das kleine Bürokomplex. Das ist dieses eine kleine Teil da vorne nur, oder? Bitte? Ist nur hier dieses kleine Büro da vorne, oder? Ich glaube, ja. Ich bin das erste Mal hier. Und von daher ist das ein bisschen unglücklich, dass wir auch keine Meldung haben, wo etwas ausgelöst hat. Ja, Büro, das kann natürlich vieles sein, wenn man sich mal die Größe des Komplexes anschaut. Also, das ist dann, glaube ich, hier die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Wir können noch höchstens noch einmal vorne rumfahren, schauen. Wir fahren einmal noch mal rum, gucken einmal ganz grob. Und wenn wir nichts feststellen und kein Verantwortlicher hier rauskommt, dann ist so. Genau, dann kann es ja nicht so wild sein. Sie finden keinen Hinweis auf einen Einbruch. Mit solchen Aufgaben haben die Autobahnpolizisten normalerweise nichts zu tun. Ja, das ist natürlich ein ganz anderes Aufgabenfeld hier auf Land oder für die Landdienststellen. Ist natürlich sicherlich auch interessant, aber allerdings nicht mein Gebiet. Ich fühle mich auf der Autobahn sehr wohl und ja, möchte eigentlich auch nicht tauschen. Ja, wir haben den Lagerbereich und die Büroräume hier vorne einmal abgesucht, konnten nichts feststellen. Die 33er fahren noch einmal ums Gebäude und die machen die Abschlussmeldung. Wir sind wieder grün. Und die Zentrale kann wieder Einsätze durchgeben. Am frühen Morgen, endlich Feierabend für Sascha Wahl und Michael Preuß. Das war mir eine Ehre. Mit dir auch? Ja, ich werde sicherlich noch eine halbe Stunde noch mal wach bleiben. Aber dann ist auch definitiv Nachtruhe angesagt. Weil die 10 Stunden stecken einem doch in den Knochen. Mal ein bisschen runterkommen und dann wird die Müdigkeit, denke ich, auch einsetzen. Und dann freue ich mich auch aufs Bettchen. So, ab rein. Juhu, reicht für heute.